Willkommen zur Einheit 2.5 des Digital MOOC. Im letzten Video haben mein Kollege Dimitri Brandner und ich über die vier epistemologischen Grundpositionen des Positivismus, Konstruktivismus, Pragmatismus und der transformativen Perspektive sowie über die Unterschiede zwischen dem quantitativen und qualitativen Paradigma gesprochen. Darauf aufbauend werden in diesem Video nun quantitative und qualitative Methodologie diskutiert und wie sich das auf den Forschungsprozess auswirkt. Dazu klären wir in einem ersten Schritt den grundlegenden Begriff der Methodologie und welche Rolle er bei der Organisation von Forschung einnimmt. In einem zweiten Schritt gehen wir auf den Forschungsprozess ein. Im Besonderen diskutieren wir hier den Unterschied zwischen einem für die quantitative Forschung durchaus typisch linearen Forschungsprozess sowie einen für die qualitative Forschung typisch zirkulären Forschungsprozess. Ja, was hat es nun mit der Methodologie ganz generell auf sich? In den Sozialwissenschaften stehen empirische Methoden und Theorien in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Bestimmte Theorien oder theoretische Annahmen zur Bearbeitung von Forschungsfragen können nur mit bestimmten Methoden behandelt werden. So spielen die Ausgangspunkte von theoretischen Überlegungen, ihre Schwerpunkte und unterschiedlichsten Reichweiten eine große Rolle bei der empirischen Untersuchung von sozialen Phänomenen. Manche Theorien sind dafür geeignet, Handlungen auf Ebene der Individuen zu diskutieren. Andere die Dynamiken von ganzen Gesellschaften. Entsprechend fließen diese grundlegenden Annahmen und Hintergründe auch in die Konstruktion von Erhebungsinstrumenten, wie etwa in die Konstruktion von Fragebögen oder Codeschemata ein. Sie haben zum Beispiel auch einen erheblichen Einfluss auf etwaige Hypothesen, die wir formulieren, wobei der Aspekt der Hypothesen hier insbesondere für die quantitative Sozialforschung zählt. Wenn Sie beispielsweise prekäre Arbeitsverhältnisse analysieren, so könnte es sein, dass Sie gezielt Annahmen aus neomarxistischen Theorien für Ihre Forschung heranziehen. Diese Theorien geben zum Beispiel Aufschluss darüber, wie und warum es auf Gesellschaftsebene zu prekären Arbeitsverhältnissen kommt. Diese theoretischen Annahmen prägen dann ganz entscheidend Forschungsfragen, Vorannahmen und Thesen bzw. Hypothesen sowie auch die Auswahl der Methodik bis hin zur Interpretation der Ergebnisse. Umgekehrt ist es Ziel der empirischen Sozialforschung, neue Theorien zu entwickeln oder auch bestehende Theorien weiterzuentwickeln. Die Entwicklung und Weiterentwicklung von Theorie als Ergebnis empirischer Forschung ist beispielsweise auch typisch für das Forschungsprogramm der sogenannten Grounded Theory Methodologie. Eine wichtige Brücke sozusagen zwischen Theorie und Empirie ist nun die Methodologie, die zu einem kritischen und reflexiven Verständnis von Theorie und Methodenanwendung ganz entscheidend beiträgt. Das tut sie in unterschiedlicher Art und Weise bzw. auf unterschiedlichen Ebenen. Eine methodologische Auseinandersetzung beginnt bei einer genauen Beschreibung der Anwendung empirischer Methoden und inwieweit die theoretischen Annahmen in diesen Prozess einwirkt. Ziel dieser Auseinandersetzung ist eine kritische Reflexion wissenschaftlicher Praktiken und Regeln. Denn erst diese kritische Auseinandersetzung macht es möglich, zu bestimmen, welche Forschungsergebnisse nun für oder gegen eine Theorie sprechen, wo die Stärken und die Schwächen der eigenen Forschung liegen und welche Forschung auch zukünftig noch durchgeführt werden soll. Was versteht man nun ganz grob zusammengefasst unter der Kritisierbarkeit von Theorien? In Anlehnung an Karl Dieter Opp ist hier vor allem die Klarheit der Theorien sowie die Eindeutigkeit und Präzision der verwendeten Begriffe von zentraler Bedeutung. Begriffe des Prekariats sollten zum Beispiel eindeutig und präzise sein. Zugleich muss immer der Informationsgehalt von Theorien überprüft werden. Und in letzter Konsequenz muss natürlich immer auch der Bewährungsgehalt von Theorien in methodologische Auseinandersetzungen Eingang finden. Nachdem wir uns die quantitative und qualitative Methodologie näher angesehen haben, möchte ich im nächsten Abschnitt auf den Forschungsprozess eingehen, der mit diesen beiden Ansätzen verbunden ist. Dies ist entsprechend der Kürze dieses Beitrags natürlich nur als prototypische Erklärung zu verstehen
und sollte nicht als starre, unumstößliche Struktur verstanden werden. Als erstes spreche ich hier über den linearen, quantitativen Forschungsprozess, die prominenteste methodologische Hintergrundfolie für sozialwissenschaftliche Forschung. Nach Definition von forschungsleitenden Fragen werden gegenstandsbezogene Theorien und empirisches Vorwissen herangezogen, um konkrete Forschungsfragen zu entwickeln, die in Hypothesen übersetzt werden können. Hypothesen stellen dabei Konditionalsätze dar, die strukturiert darlegen, in welche Beziehung empirisch überprüfbare Phänomene zueinander stehen. Es kann beispielsweise die Hypothese aufgestellt werden, dass die Nutzungsintensität von digitalen Medien mit ihrer Nutzungskompetenz in Zusammenhang steht. Wenn wir uns an Lektion 2.4 zurückerinnern, wissen wir, dass es für quantitative Sozialforschung zentral ist, dass die Generalisierbarkeit von Annahmen gegeben ist. Zur Umsetzung werden Informationen zu oder von Forschungsobjekten gesammelt, in Zahlen übertragen und nach statistischen und mathematischen Prinzipien analysiert. Die Abbildung führt uns durch diesen Prozess. Dabei ist es besonders wichtig, dass theoretische Annahmen auf empirisch messbare Größen übertragen werden, Daten in entsprechender Form erhoben und aufbereitet werden, Hypothesen getestet und dann theoriegeleitet daraus Schlüsse gezogen werden. Im Gegensatz dazu beruht der qualitative Zugang auf zyklischen Forschungsabläufen, die eine hermeneutisch verstehende Perspektive verlangen. Es werden nicht bereits vorab existierende Theorien getestet, sondern vielmehr geht es darum, neue Theorien durch die Interaktion von Forschenden und Forschungssubjekten zu generieren. Es wird also die Annahme verfolgt, dass gegenstandsbezogene oder subjektbezogene Erfahrungen im Zentrum der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis stehen sollten und nicht a priori existierende theoretische Bezugsrahmen und Regelstrukturen überprüft. Entsprechend geht es nicht um die Generalisierbarkeit von Erkenntnis, sondern vielmehr nach der Suche und der Annahme von neuen Konzepten und Theorien. Das setzt jedoch voraus, dass Datenerhebung in jedem Projekt Möglichkeiten bietet, neue Erkenntnisse zu generieren, Vergleiche gezogen werden, sowohl innerhalb des Projekts als auch außerhalb, und nicht Hypothesen generiert werden, sondern dass neues zusätzliches Wissen für das Themenfeld erschlossen wird. Im Beispiel von Video 2.4 haben wir über die Einstellungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber den Arbeitgebern gesprochen. In der zirkulären Forschung würden die gegebenen Schlüsselereignisse immer wieder miteinander verglichen, um neue Fälle ergänzt, und es würde nach neuen Ereignissen gesucht, die uns helfen, Theorien zu bauen, bis in der empirischen Forschung keine neuen Daten mehr offengelegt werden können. Dies wird genutzt, um eine Theorie zu bauen und eine Theorie umzusetzen. Diese Lektion hat Ihnen gezeigt, welche generellen Ziele methodologische Auseinandersetzungen in den Sozialwissenschaften verfolgen und welche prototypischen Unterschiede zwischen quantitativen und qualitativen Methodologien ausgemacht werden können. Im Zentrum methodologischer Auseinandersetzung steht die Notwendigkeit einer fortwährend kritischen Reflexion der methodischen Vorgehensweise.